Yo Leute und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silphi. Wir haben hier ein paar große Runenänderungen auf dem PBE, die sehr viel Impact haben werden. Über die möchte ich gleich reden. Ich möchte das hier einmal kurz ganz schnell machen. Hat jetzt nicht so viel mit dem Video zu tun, aber ich denke mir, komm, wenn wir schon da sind, können wir nochmal einige Champion-Änderungen durchgehen, weil das ist schon wichtiger Stuff, der hier verändert wird. Aatrox bekommt noch, ich mache es auch ziemlich schnell, ne? Aatrox bekommt Nerf auf seine Ulti, 2 Sekunden hält sie kürzer, macht sehr viel aus, weil das bedeutet, dass der Revive kann schneller kommen, also Aatrox muss schneller sterben, so gesehen, von der maximalen Länge, die er hat. Er hat für eine kürzere Zeit die weniger Total AD, so wie nochmal den ganzen Movement Speed und sowas. Es ist ein Nerf, aber es wird ihn nicht töten. Es wird einfach eine gute Nutzung der Aatrox Ulti von einer schlechten Nutzung einfach nur sehr unterscheiden. Pyke soll mit Lethality scalen. Er wird der erste Champion sein, der ein Lethality Scaling hat. Es gab mal der alte Xerath, hat mal mit Magic Pen gescaled. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich könnte schwören, er hat, oder war es Brand? Irgendeiner hat mal mit Magic Pen gescaled. Und zwar ist es so, seine Passive wird hier verändert. Ne? Scale ist mit Damage. Ganz wichtig, scaled mit Damage. Ihr braucht Base AD. Nee, Bonus AD braucht ihr. Ja, scaled mit Bonus AD. Das bedeutet, Riot möchte overall haben, dass dann Pyke auf Damage-lastig baut. Ne, bei der W genauso. Movement Speed ist abhängig von der Lethality, die er hat. Seine E Stun Duration ebenfalls abhängig von der Lethality, die er hat. Der Stun Rate ist ja ganz komisch. 1.48. Bisschen weird. Warte, seine Ulti scaled jetzt nochmal extra mit Lethality? Aha. Wow, warum buffen sie seinen Damage hier? Haben sie ihn irgendwo genervt? Ne. Wow, sie geben ihm noch mehr Execute Damage. Ich meine, es ist nicht so viel, aber wow. Das war's auch schon mit den Champions. Es sind zwei. Okay, kommen wir zu den Runen. Runenänderungen sind etwas mehr. Celerity, Movement Speed Bonus geben euch jetzt 10% mehr. Diese Rune ist kompletter Trash, Leute. Vielleicht für sowas wie. Wie Hackerem, die massiv Movement Speed stacken, ist das geil? Aber sonst ist das Müll. Ich meine, vielleicht noch irgendwie, wenn man AD Carries und einen Zilean im Team hat oder irgendwie sowas. Aber overall, wer soll das mitnehmen? Wo war denn das Problem beim alten Celerity? Ich check nicht, was Riot hier vorhat. Vielleicht unterschätze ich diese 10%. Aber so viel ist nicht, oder? Ich fand die Rune eigentlich ganz in Ordnung. Klar, es gibt Champions, die haben sie besser abused als andere. Oder Runenkombinationen. Aber overall gesehen, weiß ich nicht, was die hier machen. Ja? Leute, falls ihr hier irgendwas seht, was ich nicht erkenne, schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde diese Änderung Müll und ich denke auch nicht, dass irgendjemand diese Rune mitnehmen wird, mit Ausnahme von spezifischen Champions, wie zum Beispiel Hackerim. Jetzt haben wir hier eben einmal die Dark Harvest. Das ist das neue Dark Harvest. Und das ist ein bisschen meh. Also erstens, Leute, das muss ich hier schon mal sagen, als Jungler finde ich das scheiße, dass Dark Harvest geändert wird. Weil wir Jungler haben soweit keine gute Rune gerade. Zumindest keine Burst-Rune. Electrocute müssen wir mitnehmen, weil Dark Harvest scheiße ist. Dark Harvest können wir nicht mitnehmen, weil Riot Dark Harvest scheiße gemacht hat. Und das heißt, man spielt quasi nur Jungler, die Predator mitnehmen, Presti Tag oder Feed. Ich glaube, was anderes gibt es gerade gar nicht, oder? Ne, ne. Und die, die Electrocute mitnehmen, nehmen nur Electrocute mit, weil es nichts Besseres gibt. Aber gehen wir mal kurz das neue Dark Harvest durch. Wenn ihr ein Champion auf unter 50% Leben damaged, ja, Damaging a Champion, genau. So, dann macht ihr ihm Adaptive Damage, also entweder AD oder AP, und sammelt ihre Seele ein. Erhöht damit dauerhaft den Schaden von Dark Harvest um 4 und dann nochmal mit den extra Scalings. Dark Harvest Damage ist 50 bis 140. Abhängig von einem Level. Ihr bekommt 4 Damage pro Seele und dann halt, wie gesagt, nochmal Ratios. Hä? Warum? Jetzt bin ich verwirrt. Warum? Hä? Das Scaling geht hoch. Achso, ich habe ein Base Damage plus ein extra Scaling mit den Seelen. Wow, das scaled auch mit dem Damage? Also mit meiner AD und AP? Ich meine, das macht nicht so viel aus. Vielleicht eine Erhöhung von 3, 4, 5 oder sowas nochmal im Late Game oben drauf, ne? Also im Super Late Game. Je nachdem, auf welchen Champion ihr spielt. Aber das ist interessant. Auf jeden Fall ist Dark Harvest jetzt eine Lane-Rune. Ja, natürlich, Leute, ich will damit nicht sagen, es muss ein. Also, es hört sich wahrscheinlich für euch so an. Ich will damit nicht sagen, es muss eine Rune sein, die für den Jungle gedacht ist. Ja, wir haben schon Laner damit gesehen.
Nur Lane MF. Mir fällt jetzt niemand anderes spontan ein, der es noch mitgenommen hat. Aber Lane MF war so der populärste dafür. Es ist jetzt straight up eine Rune für die Lane und gerade Burst Champions können damit viel anfangen. Es ist, ey, du willst bursten? Nice, jetzt darfst du noch härter bursten, quasi. Das bedeutet Champions wie Vega können damit viel anfangen. Wie Riven, wie Jace, ja, der sogar auch nochmal auf Range proppen kann. So Champions, die reingehen, den Gegner bursten locker auf unter 50% bringen können, was da kein so großes Problem ist. Und dann scalen sie damit echt unglaublich krass. Ey, warte, Vegas ist voll broke eigentlich, weil es mal ein AP-Scaling hat. Zwar kein sehr hohes, ne? Also so gesehen ist Dark Harvest echt eine Scaling-Lane-Burst-Rune. Und Draven ist auch ziemlich gut damit. Jhin ist gut damit. Klar, es hat einen Cooldown von 45 Sekunden, um es zu stacken. Aber dafür ist es jetzt mehr consistent. Finde ich zumindestens. Weil es hält jetzt nicht mehr irgendwie nur 20 Sekunden, sondern es ist dauerhaft. Und eben kommt auch mal ein Reset bei einem Takedown. Damit kann man so hart ausrasten. Und gerade auch mit dem... Ich habe schon beim letzten Video gesagt, dass ich davon ausgehe, dass Riot macht zwar viele Änderungen, dass Snowball noch snowballiger wird. Klar, Turtlen wird auch ein bisschen Turtle-liger, aber Snowballen wird mehr Snowballiger, als Turtle Turtle-liger wird. Ich habe gerade echt blöde Wörter benutzt, ne? Da kann das sogar noch stärker herausstechen. Wie gesagt, es sind ja nur mögliche Änderungen, ist noch nichts da, ist noch nichts fest. Aber einfach so interessant, ne? Okay, Futures Market, das hier finde ich sehr interessant, wenn ich ehrlich sein soll. Und zwar kann man sie jetzt früh in die Schulden reingehen. Und zwar ab Minute 1. Und Minions spawnen ab Minute 1,5, wenn ich mich nicht irre. Das bedeutet, man kann schon bevor Minions spawnen, sich in die Schulden reinhauen. Welchen Vorteil bringt das? Ich sehe zwei Möglichkeiten. Entweder kann man sich sagen, ich hole mir Dark Seal plus nochmal 4 Health Potions anstatt 3 in super scheiß Lanes. Große Items kann man sich, soweit ich weiß, keine kaufen, aber wenn man First Blood hat, dann könnte man ausrasten. Warte mal, ich starte doch das Game mit 500 Gold, 400 von First Blood, bin ich bei 900? Nee, das geht so nicht. Das geht, also wenn ich das Anfangsgold nicht ausgeben würde, ne? Aber die Tatsache, dass ich mir ein Dorads-Item kaufen kann und dann nicht ein Pot, sondern 4 hat schon was. Also ich kann mir denken, dass Futures Market in schlechten Matchups ziemlich nice ist, wenn ich ehrlich sein soll. Weil man einfach direkt die Lane mit straight up mehr Potions beginnen kann. Klar, man geht in Minus rein, dagegen sage ich nichts, aber es ist interessant zumindest. Ich finde, es ist zumindest sehr interessant. Ich bin mal gespannt, ob das noch die Leute mitnehmen werden. Time Warp Tonic, das habe ich nicht ganz gecheckt. Also wenn ihr ein Potion oder ein Biscuit nehmt, heilt ihr 50% davon instant. Also von dem Leben oder Mana, was ihr wiederbekommen hättet. Aber dann ist es consumable auf einem Cooldown. Zusätzlich bekommt nochmal 5% Boom Speed, während ihr dann unter dem Effekt von der Potion seid. Bedeutet das, also wenn ich das richtig verstanden habe, heile ich 50% instant, mein consumable ist auf 2 Sekunden Cooldown, als Beispiel jetzt, und dann tickt es wieder neu. Wenn das so ist, könnte das der größte Debate überhaupt sein. Weil das Ding ist, diese Cookies, wenn ihr die mitnimmt, und im Normalfall nimmt man Time Warp Tonic immer normal mit den Cookies mit, heilen euch abhängig von eurem fehlenden Leben. Jetzt lasst ihr euch low droppen, ihr baitet den Gegner, lasst euch low droppen auf 10% HP, nehmt eure normale Health Potion, oder halt Crafting Potion, nehmt den Cookie, habt wahrscheinlich nochmal Dark Seal dabei, boom, auf einmal Full Life. Ist das vielleicht übertrieben? Aber das ist ziemlich debatey. Ja, das ist ziemlich debatey. Aber hey, Riot will die Time Warp Tonic Combo ein bisschen entschärfen, sag ich mal. Ich finde, das ist eigentlich ganz cool. Es ist auch so ein bisschen strategisch, bin ich ehrlich. Weil man es einfach den Gegner baiten kann. Ey, yo, ich bin low life. Upsi, ich bin full life. Finde ich irgendwie ziemlich cool. Aber wundert mich, dass man die Dinge jetzt hier rausgenommen hat. Wenn man die normalen Potions genommen hat, wurde die Dauer davon ja auch nochmal erhöht. Okay, ne? Ich find's cool. Ich mag die Idee so ein bisschen dahinter. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es ist, wenn man das richtig einsetzt. Hier unten haben wir gleich die letzte Bullshit-Runde. Der Tankbomb wird aufhören. Der Demolish blockt einfach früher von 4 auf 3 Sekunden. Macht Snowball noch snowballiger, weil man muss jetzt kürzer am Tower dran sein. So, Riot will wohl gesnowballt. Okay. Also Leute, Bone Plating geht weg. Bone Plating geht weg und wir haben jetzt diesen Bullshit-App. Okay. Der neue Scheiß heißt Shield Bash. Immer wenn du ein neues Schild bekommst, macht dein nächster Basic Attack gegen einen Champion 4 bis 22 Damage. Scaled mit Leben 1,5% und scaled mit deiner Schildstärke 8,5%. Es ist Adaptive Damage und
Warte, was? And increases that shield's remaining size by 10%. Wow! Und ihr bekommt nochmal 10% mehr Schild, nachdem ihr den Gegner mehr Damage gemacht habt. Okay, die Scheiße hält auch nur 2 Sekunden. Soll ich euch sagen, was das hier bedeutet, Leute? Also generell Bone Plating geht weg. Die wahrscheinlich beste Rune in schlechten Matchups, warum man in den Tankbomb immer investiert hat, geht weg. Soll ich euch sagen, was das bedeutet? Viel Spaß in scheiß Matchups, Leute. Ihr seid gearscht. Es gibt keine gute Kombination mehr im Tankbomb. Man wird wahrscheinlich Chrysalis gehen müssen. Haha, wurde genervt. Mit Overgrowth. Wahrscheinlich liegt es aber daran, dass Riot diese neuen Runen einfügt, die einem nochmal Tankiness geben. Also pass auf, ich kann verstehen, dass man Chrysalis nervt, ne? Weil mit dem neuen Runensystem zusammen wird es generell nochmal mehr Tankiness geben. Das müssen sie ausgleichen, indem sie Tankiness aus dem Tankbomb rausnehmen. Jetzt haben sie Bone Plating komplett rausgenommen und Chrysalis genervt. So. Ja, aber warum gibt man Tanks jetzt noch mehr Damage und noch mehr Tankiness? Stell dir vor, du hast einen Sion mit einem 500er Shield. Was sich ja nicht sehr unrealistisch anhört, der klappt euch erstmal, bam, extra 50 Damage, bam, er hat eine Billion Leben, nochmal extra Damage, dann kommt nochmal Grasp oben drauf, dann kommt nochmal der Base Damage drauf, oh, das Schild wird nochmal 10% krö. Orn, genau dasselbe Schild. Ich glaube, Nautilus könnte sogar broken werden mit der Scheiße. Nautilus, genau derselbe dumme Shit. Warum muss man Tanks mehr Damage geben? Tanks sind schon Early Game Bullies, jetzt ganz ehrlich. Ich habe gesehen, wie ein Maokai eine Camille Split pusht hat. What is this? Jetzt denkt man sich, hey, Leute, noch besser. Ihr könnt auch Guardian mitnehmen und dann das Schild noch schildiger machen und dafür noch Damage bekommen. So, I don't know. So weit hört sich diese Rune an wie Bullshit. Ja, ich meine, bei Dark Harvest sage ich, es ist Bullshit, weil ich es als Jungler nicht benutzen kann. Overall hört sich die Rune ganz nice an. Ne? Hier sage ich Bullshit. Weil es einfach fucking Bullshit ist. Leute, freut euch auf Tanks, die euch wegkleppen. Ja, Chrysalis, habe ich bereits erwähnt. Weniger Damage, weniger Damage, weniger Tankiness. Sind zwar nur 10 Leben, aber das Ding wurde schon von 60 jetzt auf 40 genervt. Okay, wir haben jetzt noch ein neues Overgrowth. Und zwar ist es so, absorbiere Lebensessenzen von Monstern oder Minions, die in deiner Nähe sterben. Erhöhe dein Leben max. Dauerhaft um 3 für jedes 8. was stirbt. Wenn du 120 Minions oder Monster absorbiert hast, bekommst du nochmal extra 2,5% Max-Leben drauf. Ich finde es ganz cool, eigentlich im Vergleich zum älteren System, weil jetzt auch Squishies damit ein bisschen was anfangen können. Aber dieser extra Bonus von 2,5% ist schon ziemlich cool. Endlich kann man mal mit der Scheiße was anfangen. Weil, dass man in der Nähe von 240 Minions ist, ist schon sehr realistisch in einem Game. Das heißt, 5% mehr Leben, zusätzlich nochmal zu den extra 3, die da sind, ist das ganz okay. Ja, das ist echt ganz okay. Dafür, dass es nur eine kleine Rune ist, ist es ganz okay. Fleet wird genervt, AP-Ratio geht nach unten. Wird Fleet scheiße werden. Gibt eh nicht viele AP-Champions, die sich das holen. Ich kenne gerade nur Kassadin, von daher drauf geschissen und fick Kassadin. Ja, legit fick Kassadin. Teleport-Cooldown geht ebenfalls. Ne, die Channel-Duration geht nach unten von 4,5 auf 4 Sekunden. Yay! Teleport-Meter ist zurück. Nein, ist es nicht. Ist ganz nett. Aber ja, Leute, das sind die Rune-Changes. Ich mache das doch eben einmal schnell. Celerity wird meiner Meinung nach komplett Müll sein. Darkhaarvest ist ganz cool für Laner. Für Burst-Laner, die können das endlich mal richtig wieder reinbursten. Futures Market hört sich sehr interessant an, könnte ein paar neue Sachen ermöglichen. Time Warp Tonic finde ich super cool. Demolish, whatever, Leute, whatever. Shield Bash, der größte Mist, so ein Mist, Leute. Crisis wurde genervt, kann ich ein bisschen verstehen, finde ich trotzdem scheiße. Overgrowth, das neue ist besser als das alte, es ist keine Loop-Falle mehr. Fleet Footwork, Kassadin, fick ich ins Knie. Aber ja, Leute, das hier waren die Rune-Changes, die uns erwarten werden. Ihr könnt ja in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das overall findet. Ich bin da doch erstmal weg. Tschö, tschö, hau die rein und bis zum nächsten Mal.